Prinzessin. Hallo, Bonnie. Was, ihr? Ihr wollt mir doch bloß sagen, dass ich dort nicht hinpasse. Wir wollten uns bei dir entschuldigen. Es tut uns wirklich sehr leid. Ja, Luna hat uns gesagt, dass du heute Abend hierher kommst. Nimm die Entschuldigung schon an. Hab keine Angst, Bunny. Wenn du einschlafen solltest, dann zwick ich dich, damit du wieder aufwachst. Hoffentlich hast du dich auf die Musik vorbereitet. Oh. Hast du das erwartet? Doch der Dämon hat das gleiche Ziel. Er fliegt in die Garderobe eines Musikers, setzt sich auf dessen Violine und verschmilzt mit ihr. Das letzte Klingelzeichen wird gegeben. Gleich wird das Konzert beginnen. Haruka und Michiro sitzen auf dem Balkon und suchen mit ihrem Opernglas nach Bunny. Da ist sie. Sie sieht hübsch aus. Ich beneide diese Jugend. Hört sich an, als wärst du uralt. Wirklich? Da betritt der Musiker, in dessen Violine sich der Dämon aufhält, die Bühne. Er beginnt zu spielen. Bunny himmelt unterdessen ihren Mamoru an. Bunny, schau gefälligst nach vorn. Wohin hast du denn gerade geschaut, ha? Nach vorn, wohin denn sonst? Plötzlich erstrahlt die Violine in hellem Licht. Der Musiker hört vor Schreck auf zu spielen. Die Violine erzeugt laute, schrille Töne. Das Publikum hält sich die Ohren zu. Die Violine fliegt hoch in die Luft und verwandelt sich in den Dämon. Dieser stößt unerträgliche Schallwellen aus. Der Dämon schwebt auf den Musiker zu und saugt mit seiner schwarzen Energie einen Talisman aus seinem Herzen. Langsam fliegt der Talisman auf den Dämon zu. Los, schnell alle raus hier! Bunny! Was ist passiert? Okay! Los, weiter! Wir müssen uns beeilen! Macht der Merkurnebel! Macht der Marsnebel! Macht der Jupiternebel! Macht Und die Mädchen verwandeln sich in Sailor-Kriegerinnen. Mit seinen Schallwellen versucht der Dämon, alles zu zerstören. Wie kannst du es wagen, diesen romantischen Abend so brutal zu zerstören? Schau dir an, was du getan hast. Wir stehen hier für Liebe und Gerechtigkeit. Im Namen des Mondes werden wir dich. Der Dämon schleudert seine Schallwellen auf die Mädchen. Sie können sich nicht mehr bewegen und brechen erschöpft zusammen. Dann beschießt er sie mit einem starken Energiestrahl. Ah!
Auf einmal fliegt dem Dämon eine rote Rose vor die Füße. Das ist Tuxedo Mask. Deine schreckliche, grässliche Stimme zerstört einen romantischen Abend. Verschwinde von hier. Makoto, es sind eine Menge Menschen in der Halle. Das ist unfair. Hör auf, dir wird das Lachen noch vergehen. Oktober! Neptun, flieh! Ihr schon wieder? Und wieder tauchen die zwei geheimnisvollen Kämpferinnen auf. Angelockt von der neuen Zeit, jetzt in dieser Welt, Sailor Uranus. Und ebenso auch Sailor Neptun! Uranus, Neptun, wer seid ihr? Was wollt ihr? Sinnlos. Wir werden euch eure Fragen sowieso nicht beantworten. Wir suchen nur die Talismane. Alles andere interessiert uns nicht. Deswegen halten wir uns auch aus allen Streitigkeiten raus. Es ist euch also egal, was passiert? Ha! Hab ich mir doch gleich gedacht. Ihr seid nicht auf unserer Seite, sondern gegen uns. Der Dämon greift wieder an. Sailor Moon stößt Sailor Neptun zur Seite. Vielen Dank. Ist schon gut, Neptun. Das machst du nicht nochmal. Uranus! Flieh! Sailor Uranus schickt dem Dämon eine Feuerwalze. Los jetzt, Sailor Moon! Was? Ja, sofort! Sailor Moon konzentriert sich und zeigt mit dem Mondstab auf den Dämon. Macht der Liebe trifft den Dämon und vernichtet ihn. Der Dämon ist verschwunden. Übrig geblieben sind die Violine und der Talisman. Mist, diesmal habe ich es nicht geschafft. Uranus. Nein, es ist nicht das, was wir suchen. Wieder alles umsonst. Hey, ihr! Was wollt ihr eigentlich wirklich hier? Und was soll das mit dem Talisman? Ihr werdet die Antwort selbst herausfinden, wenn es soweit ist. Uranus, du weißt doch, das Herz eines Künstlers ist äußerst empfindsam. Du musst sehr vorsichtig sein. Hey, wartet! Die haben wohl überhaupt keine Manieren. Trotzdem, ich finde sie irgendwie richtig nett. Die Mädchen und Mamoru gehen nach Hause. Wirklich schade, dass wir das Konzert nicht zu Ende hören konnten. Vielleicht kann ich dich mit einer Einladung trösten. Oh, was? Ja, aber Manni. Wolltest du nicht etwas lernen? Ach ja, damit fange ich morgen an. Oh. Und wir? Du lädst uns doch bestimmt auch ein Mamoru, oder nicht? Mhm. Finger weg, das ist super, mein Mamoru. Er hat mich eingeladen, er gehört mir ganz allein. Ach, bin so fahrtlos. Was fällt euch ein? Wir fahren ja. Kindisch. Und wie?